Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin die Palme. Wie geht's dir? Für deine Fans? Wie geht's dir? Huh? Alles wieder gut? Die Mutti hat noch Kopfschmerzen. Wer kommt heute mit und hat gesagt, er ist den ganzen Tag bei mir? Ja, so fein. Und du machst heute mal Folgendes. Und zwar dein Kleid ausziehen, dich waschen und ein anderes Kleid wieder anziehen. Doch. Die steckt ja schon fest in dem Ding. Anouk hat nämlich hier wieder aus Kartons irgendwas gebaut. Ja, irgendwie ein Schwimmbad. Ein Schwimmbad, jawohl. Und mit sehr viel Fantasie kann man es auch erkennen und da fehlt jetzt irgendein Mülleimer. Ja, den habe ich gehäkelt. Ach, das war das Ding da drauf. Das war das Ding in ihrem Mund. Hat sie den aufgegessen oder was? Na, der muss doch irgendwo sein. Oder ist der drin? Wie auch immer. Auf alle Fälle bin ich gleich im Keller. Das ist das, was aufmachen heißt. Schnell raus, Abstellung raus. Ja, mal sagen, im letzten Rad, da ist eine Zigarette drin. Oh, ist ekelhaft. Den Schaltzug muss man machen. Guck, so sieht er aus. Ja, das stimmt natürlich nicht. Darf so nicht aussehen, oder? Die Schaltzughülle sozusagen. Und die ist hier bei dem Rad. Seid ihr jetzt heute sauber? Tut mir ja leid, ich muss mich ja nochmal entschuldigen. Der gestrige Vlog, der war ja total verschmiert auf der Linse. Das tut mir echt leid. Ich habe die Kamera nicht geputzt. Morgens, irgendwann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es Ona, die dann so immer rufgetatscht hat. Und bis abends war das Ding verschmiert. Ich habe es nicht gesehen. Also nochmal Entschuldigung dafür. Hab da so ein bisschen Schmierblock. Die schmierigen Vlogs von Tommy hier. Muss Guck mal, hier ist der innen verlegt, der Zug. Alter. Warum ist der da und drin? Rein. Und da raus. Ja, das weiß nur der Wind. Und wie kommt denn eigentlich, wie kommt das eigentlich hier so durch wieder? Ja, das müssen wir jetzt kompliziert ausbauen. Operieren. Operieren. Oh, operieren so. Kann ich nicht. Was? Aufgabe erfolgreich gelöst. Wunderbar. So, jetzt kann man den hier bewegen, frei. Das Ding Pille-Palle. Hier schneiden wir nur ein kleines Ende ab. Es muss sowieso länger sein. Nicht ziehen. Hm. Der bleibt noch drin. Wenn wir den einmal rausziehen, dann haben wir ein ewiges Dilemma mit dem neuen Zug wieder reinfädeln. Jetzt brauchen wir einen Feinschraubendreher. Den Newton-Feinschraubendrehersatz. Hier. Weil, wenn du einmal abrutscht, sind die nämlich rund und man kriegt die... Ich wollte das auch nicht machen. Ich sag's nur vorher. Und man kriegt das nicht mehr... Ab. Ja, nicht mehr ab. Schräubchen nicht verlieren, nicht verlieren. Und jetzt kann Anouk den Zug hier oben rausnehmen. Was ist das denn? Ja? Ja, immer noch. Wohin? Wohin? Ich gehe zum Copyshop, die Sachen heute schon ausdrucken, dann ist es erledigt. Okay. Von wem? Und vielleicht auch gucke ich mal, ob für Anouk schon was in der Mappe drin ist. Okay. Alles klar, Marlies. Aber ich muss hintereinander wegarbeiten jetzt, deswegen mache ich jetzt mal kein Verleih mehr. Ja, muss ja eh aufhören. Aber Anouk! Der Fakt ist, den Zug habe ich jetzt hier reingelegt, da rein, da durchgefädelt, auch klar. Na, jetzt muss ich euch mal wieder hier so irgendwie, es ist trotzdem zu wenig Ablager hier, da ist doch ideal. Achso, und alle, die neu dabei sind, das sind hier keine Tutorials, so macht man es oder so, ja, also immer wieder seid ihr dazwischen gesagt. Es ist nur einfach über die Schulter gucken in der Fahrradwerkstatt und ein bisschen von unserem Leben, wie es so ist, wie es so funktioniert oder eben nicht funktioniert und mehr nicht. Also wer hier Tutorial-Videos erwartet, Lehrvideos, so macht man es nicht, das ist hier definitiv nicht der Fall. Da werdet ihr nicht fündig oder werdet euch ärgern, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Weil ihr dann irgendwie 40 Minuten davor gesessen habt und passiert ja gar nicht. Wird ja gar nicht ordentlich erklärt, ist gar nicht ordentlich ausgeleuchtet, das Bild ist gar nicht dies, ist gar nicht das. Ist auch nicht mein Anliegen. Jetzt schiebe ich den Zug schon in die alte Hülle rein. So überspringe ich quasi hier
diese Innenverlegung und ziehe jetzt die alte Hülle hier durch und raus. Da haben wir auch ein Video, innenverlegte Züge leicht gemacht. Das ist tatsächlich so ein Video, ein kleiner Tipp von mir, ein Tippvideo auch nur ein Tipp, nicht so macht man es, sondern ein Tippvideo. So könnte man es sich leicht machen. Jetzt lenke ich diese Hülle hier ab, diese Zughülle, ja, genau. Und zwar mache ich die gleich ein bisschen länger. Das ist definitiv zu kurz. Jetzt fädel ich von unten den neuen Zug hier durch, die neue Hülle hier durch. Muss ich wieder intensiv schneiden hier. Hey, bitte? Hey, warum ist denn das überhaupt so? Warum sperrt der denn so hier oben? Den hat der geblockt, wa? Voll Schleifkontakt hier. So, dann schalten wir mal durch. Mal gucken, ob es läuft. Also diese Bremsnummer ist ja eine Katastrophe. Es ist ja permanent am Schleifen. So. Ach, das ist locker. Das ist eine Katastrophe. Das nervt mich. Ich muss das wegmachen. Ja, dann fängt man dann an mit nebenbei mal schnell. Ja, hallo? Bin gleich da. Ja? Jetzt schraube ich wieder alle zusammen. Wo ist es denn? Oh, die Bremse hinten, Wahnsinn, ey. Wie schwer. Naja, gut. Fertig ist der Auftrag. Jo! Hatten wir ja gestern schon mal entwickelt, glaube. Aber nur ganz kurz, da habe ich nur hier irgendwie. Weiß ich gar nicht, was hat er gemacht? Ein bisschen geölt und so. Die Schaltung hat nicht funktioniert, eine Schaltung eingestellt. Und jetzt haben wir hier Tretlager. Möchte sie doch gemacht haben. Habe ich ihr aufgeschrieben, was zu machen ist. Und heute ist es eben der Auftrag. Dann fangen wir mal an, Tretlager zerlegen hier. Zuerst die Kappen raus. Kappe 1. Kappe 2.
Ja, das ist halt ein Kompaktlager mit Spiel. Kompaktlager mit Spiel und nicht unerheblich. Sollte man schon wechseln. Ich hänge euch mal hier oben ein. Schaut doch mal von hier oben zu. Wa? Ich hoffe, ihr seht auch was. Ich weiß immer nicht mit den Kameras wohin. Könnt ihr die auch da? Ja, genau, wir waren da. Halt. Kameraposition. So, da seht ihr glaube ich nicht. Muss ich nur aufpassen und dran denken, wenn ich wieder dran rumruppe, dass nicht alles runterfällt. Okay, dann fangen wir mal an. Lösen mal die Tretlagerschraube. Auf der Seite und natürlich auch auf der Seite. Das war jetzt aber nicht sonderlich fest. Kurbelabzieher. Und ziehen die Kettenradgarnitur damit runter. So, beide Seiten runtergezogen, habt ihr gesehen. So, und jetzt kommt wieder BSA-Lagerausbau. Das sieht noch gut aus. Na super. So, BSA-Lager raus. Nach vorne rum. Entgegen dem Uhrzeigersinn auf der linken Seite. Da ist es. Mit dem Uhrzeigersinn auf der Seite. Auf der rechten Seite im Uhrzeigersinn. Jetzt messen wir die Lagerlänge, die Achslänge vom Lager. Na? Wir sind zu spät. Auf jeden Fall. 127. Wir sind da und ich gehe kurz zurück und hole deine Sachen. Und lang. Gut, Lager muss ich bestellen, ist am Montag da. Dann ist auch das am Montag erst erledigt. Lager, ja. Na gut. Moin! Ja? Mama hat das mit der Prüfung 1 Uhr erst. 1 Uhr, okay. Ja, genau. Wie viel? Zum Glück habe ich zur rechten Zeit. Wieso? Willst du mir jetzt helfen? Ja. Okay. Ich habe dir auch dein Wasser gebracht. Taube, Mango, Papa Eier. Nicht Papa Eier, sondern Papaya. Papaya. Nur Lager ist bestellt, habe ich nicht hier, kann ich also nicht heute machen. Finde ich persönlich sehr schade, aber ist jetzt nicht zu ändern. Also Bremszug Vorderrad. Ha. Weil, vielleicht könnt ihr die Vibration sogar spüren im Raum. So, hier haben wir ein Problem mit der Bremse, die ist ein bisschen ausgehangen. Zeig euch gleich. Herkules, und hier ist ein Problem auf Tretlager eigentlich. Sollte doch nicht wackeln. Sollte nicht wackeln, ne, richtig. Mhm. Und mit der Bremse haben wir das Problem hier, dass dieser Nupsi hier oben, der gehört eigentlich
da unten rein. Und da müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen, das ist gut. Schon geschafft, schon hinbekommen. Fertig. Fertig. Aber irgendwas stimmt ja nicht. Jetzt scheint ja verbogen zu sein, ne? Weil der rutscht ja immer wieder raus da. Zack. Ja, da müssen wir ein bisschen fester schrauben hier. Gucken. Machen wir jetzt einen Elfer. Darf ich auch ein Würstchen? Ja. Dann schrauben wir alles fest. Mit Hilfe eines 10er Schlüssels. Wirklich so, dass es vorher schon relativ gerade ist. Ja, relativ gerade. So. Muss das und dann, da dran? Genau, dann müssen die, werden dann später hier eingehangen, links und rechts. Darf ich das mit dir machen? Aber zuerst mal müssen wir den Zug neu machen. Mhm. Deswegen wird der erstmal abgeschnitten. Das hier ist. Das kannst du, wenn du willst, schon. Ne, du hast ja noch eine Wurst. Dann machen wir erstmal deine Wurst. Mhm. So kurz kann er sein. So lang ist er gewesen. Das ist zu viel. Hat geklappt. Ja, die meisten wollen ein Körbchen dran haben. Und dann stört das natürlich hier die Bremsen. Ne, weil man kann natürlich hier auch nicht mehr vernünftig da rangehen. Hat man keinen Platz mehr für die. Für die Bremsen, dass die Bremsen dann der Bremszug rausgeht, der wird dann meist blockiert durch den Korb, der davor hängt. So, und es sind CGX. CGX, ja, was du gesagt hast, die Züge sind es. Das sind, genau. Ja, wurde ja gefragt, welche Züge ich da empfehle. Ob ich die, naja, empfehlen ist, also ob ich was empfehle oder nicht. Oreal. Aber es sind gute Züge. Na, ganz anders. Der Zug ist ja ganz, ganz, ganz anders. Kinderfreundlich. Ich passe mich jetzt. Ja. Haben wir das geschafft, ne? Andersrum. Andersrum. Ja. Und noch einen. Einmal ist mit. Nur zur Sicherheit. Was zur Hölle? Pedale neu, kommt was Gutes. Sagt er wieder, was Gutes. What the heck? Und das Hinterrad ist natürlich hin. Wie man sieht, ne? Gut, ich hol's erstmal raus. Das ist ein Auftrag, der muss vorbereitet werden. Das ist eine Namensschaltung. Die sind alle locker. Also, ich hol mein Rad davor. Ja, nochmal von vorne. Also, Ausbau, Aushängen etc. Neu zentrieren, einspeichen, zentrieren, was auch immer. Muss ich mal sehen, ob ich die Felge hier noch retten kann. Er scheint hier gefahren zu sein, obwohl das Ding schon so ein Ei hatte. Und es ist ein sehr stabiler Mensch. So. Zack. Gleiche System wie immer hier mit dem Einhängen, das seht ihr jetzt in letzter Zeit ziemlich häufig. Aber das ist ja immer so, wenn man über irgendwas redet, über irgendeine Thematik, dann ist das konditioniert, wird das jetzt bei euch. Zack, zack, raus, zack, und das war's. Ist ja auch gut, so habt ihr das drin und dann gibt es keine Fragen mehr.
Ja, sind wir da? Kaputte Schläuche gehen hier weg wie warme Semmeln irgendwie. Nee, das kannst du vergessen. Das ist hinfällig. Schau, mal Feuer an. Bam. Licht aus. Es hat an. Ja, Moment mal, ich muss mir erstmal Hände waschen, ganz in Ruhe. Ja, erzähl weiter. Da sind wir zu anderen Edeka gelaufen. Da war aber schon eine Schlange nach draußen hin. Da haben wir gesagt, nee, das stelle ich mich auch nicht an. Dann waren wir wieder beim Netto. Oh, Netto gleich Brutto ist. Ja, aber wenn da auch so voll gewesen wäre, dann hätten wir mal nach Hause gegangen. Also noch weiter weg, kann ich noch zu. Ja, Mama wollte nicht. Auch wenn Netto ging, oder was? Na, bei Netto haben sie nicht diese Beschränkung mit Anstellen und so. Bei Netto haben sie nur bitte Abstand halten, mehr nicht. Entschuldigung. Okay, ich bin Assistent. Na gut, das war's für heute. Auf alle Fälle. Ich sag mal bravo, auf Wiedersehen. Habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Gesund bleiben. Daumen hoch. Wer Daumen runter macht, kann das ja einmal machen und danach sich für ein anderes Video entscheiden. Oder für einen anderen Ort, wo er Videos schaut. Immer schön Daumen hoch. Könnt ihr machen, wenn ihr das gut findet. Daumen runter könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr das scheiße findet. Aber wie gesagt, die Videos werden sich deswegen nicht ändern. Sie sind, wie sie sind und das war's. Das ist ein Also, Ziel, wir sehen uns am Montag wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.